saßen am Fischerhause und schauten nach der See. Die Abendnebel kamen und stiegen in die Höhe. Im Leuchtturm wurden die Lichter allmählich angesteckt. Und in der weiten Ferne ward noch ein Schiff entdeckt. Wir sprachen von Sturm und Schiffbruch, vom Seemann und wie er lebt. Und zwischen Himmel und Wasser und Angst und Freude schwebt. Wir sprachen von fernen Küsten, vom Süden und vom Nord, und von den seltsamen Menschen und seltsamen Sitten dort. Am Ganges duftet's und leuchtet's und Riesenbäume blühen und schöne, stille Menschen vor Lotusblumen knien. In Lappland sind schmutzige Leute, plattköpfig, breitmäulig, klein. Sie kauern und säuen und backen sie Fische und quäken und schreien und quäken und schreien. Die Mädchen horchten ernsthaft und endlich sprach niemand mehr. Das Schiff war nicht mehr sicher.